Doppelbiss. Gut, alles klar. Weiter geht's dann gleich. Wir machen jetzt kurz hier mal Besinnung, Brainstorming und dann hauen wir noch mal ein bisschen das mit dem Tackle raus. Wollten wir auch noch mal drauf eingehen. Ne? Ja, genau. Tackle und Futter kommt noch. Ach, ich weiß mir manchmal gar nicht, was man da alles machen soll, weil wir ja gar nicht so groß ausgerüstet sind. Ne? Weil die denken immer, du bist hier der Angelmeister und hast dann das extravaganteste Zeug von allen am Start. Nee, das ist überhaupt nicht so. Ne? Also wir haben ein kleines Zelt und alles. Also man muss es halt durchplanen und auch seine eigenen Ansprüche halt auch irgendwie bedenken. Ne? So, wie viel Komfort will man am Wasser haben, wie viel will man schleppen. So, ich versuche es halt immer so klein wie möglich zu halten in allen Bereichen. Genau. Weil, das ist immer so ein anderes Thema jetzt, ne? Also wir können es vielleicht gerade, wenn wir ja eh dran sind, einfach mal einleiten, ne? Also es wird auch oft gefragt, also ich kann ja mal die eingehende Frage vorlesen. Also erstmal vielen Dank an euch, dass ihr auch Fragen gestellt habt, ne? Weil viele haben bestimmt Fragen auf der Zunge, aber trauen sich gar nicht, das zu schreiben. Aber wo einer fragt, weiß ich aus Erfahrung, gibt es 20, die es auch interessiert. Mindestens. Also es hat jetzt genau das, was ich vorhin hatte mit Kevin. Der Kevin hat gefragt, wie sieht es bei euch bei längeren Sessions aus mit dem Komfort? Also was gönnt ihr euch? Zum Beispiel ein größeres Zelt, eine größere Liege oder was? Oder ist es immer dasselbe Tackle, was ihr so mitnehmt? Ne? Also ist es klar, also machen wir einen Overnighter, haben wir jetzt irgendwas anderes am Start als für die längere Session. Ja. Laufen da eher die Gönjamin-Wochen bei uns, wenn wir länger draußen sind? Wie sieht es aus, Sascha? Weil naja, kommt es ja wieder darauf an. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich garantiert nur einen Platz beangeln werde, auch wenn ich eine Woche unterwegs bin, so, dann nehme ich vielleicht schon mal das ein bisschen größeres Zelt mit, einfach weil es schon mehr Komfort ist. Ja, was heißt bei dir größeres Zelt dann? Naja, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Titan mit. So. Ja, da wollen wir dich ja nachher noch besuchen drin. Ne? Wir gehen nachher mal so eine Show Your House machen wir nachher. Genau, so und gut, das ist jetzt so ein Titan T1, das hat normalerweise so eine Innenkabine. Die habe ich gleich rausgeschmissen, weil ich halt nicht mag, keinen festen Boden mag. Das ist immer das Erste, was zu Hause bleibt. Aber das ist halt Geschmackssache. Und dadurch habe ich natürlich relativ viel Platz in diesem Zelt. Und da wir jetzt hier garantiert keinen Platzwechsel machen und 4 Tage am Stück hier setzen oder 5, habe ich halt das Zelt mitgenommen. Wenn ich jetzt aber tatsächlich nur eine Nacht mache oder 2, dann habe ich halt noch ein kleineres Zelt mit, so, weil es halt dann nur die Hälfte wiegt und die Hälfte vom Platz wegnimmt. Ich glaube, es gibt da einen ganz guten Satz, den man dazu sagen könnte. So groß wie nötig und so klein wie möglich. Genau. Ne? Und also man darf, ja? Kein Villa-Dome oder... Nee, also ich habe ja nachdem der Bulgaren Braun Snow Front hier vorhin gestern seinen Angelanhänger den Hang runtergefahren hat, habt ihr gar nicht gesehen, wie ich den Wohnwagen rückwärts mit meinem riesigen V8 Ram dort hier runtergefahren habe? Weil im Vorzelt, ich genieße ja richtig. Ne? Also ich kann ja nicht unter dem Schirm schlafen. Ich brauche ja so einen Comtesse-Wohnanhänger, wie die Landfahrer haben. Ne? Einen goldenen. 35 feet, that's ridiculous. Oh my God. Also auf jeden Fall, wie gesagt, man darf halt auch immer nicht vergessen, dass halt... dieses Campen halt in der Natur oder dieses Übernachten in der Natur halt grundsätzlich in Deutschland verboten ist. Punkt aus. Da spielt es auch keine Rolle, ob man einen festen Boden drin hat oder nicht, also meiner Meinung nach. Und Wetterschutz ist eigentlich erlaubt, ne? Ein Wetterschutz. Ja, aber es ist nicht erlaubt, in der Natur zu übernachten auf einer Liege. Warum? Ist nicht erlaubt. Echt? Ja. Komplett? Komplett. Game over. Warum? Und die Landfahrer oder diejenigen, die in der Innenstadt beim Juwelier Christ im Eingang schlafen, die dürfen auch nicht da schlafen eigentlich. Ja, das ist gut, das ist jetzt ein anderes Thema. aber grundsätzlich... Ja, die schlafen ja da alle. Ja, hast du ja recht. Aber trotzdem ist es Wildcampen in Deutschland verboten. Punkt aus. Hm. So, und ich sag mal, wir bewegen uns da immer in der grauen Zone und grundsätzlich wird es ja auch toleriert und akzeptiert. So, ne, wenn man eine Mülltüte im Baum hängen hat, und das vernünftig hier aussieht, ne, keine leeren Dosen rumliegen oder solche Sachen, dann sagt ja normalerweise keiner was. So. Und gerade an solchen Stellen, wie wir hier auch sitzen, die Stelle ist ja sowieso schon da. Also wir machen kein Schilf kaputt, wir schneiden keine Bäume ab oder sonst irgendwas, um irgendwie ein Zelt hinzustellen, sondern der Platz ist da und den nutzen wir halt so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann hat man ja normalerweise auch keine Sorgen. Trotzdem finde ich halt immer, je unauffälliger und je kleiner, desto besser. Ja, klar. Ist, so mein,
meine Meinung. Also ich habe ja nur mal machen, wie er will. Das ganze Jahr immer nur diesen Schirm dabei, wo wir gerade drunter sitzen, weil genau, ich einfach. Ja. Aber das ist bei mir auch einfach so ein. Bei mir ist ja so eine Kombination aus, ich will schnell wieder weg sein. Ne? Also ich will nicht lange aufbauen müssen und da 10.000 Heringe reinflocken und irgendwelche Innenkabinen einhängen und Anbauzelte dran stellen, weil ich habe da keinen Bock drauf. Ich will immer schnell sein. Ne? Zack, ja. Zack, zack, zack. Ja. Und morgens, wenn die Session rum ist, zack, zack, Hering, zwei Heringe rausziehen. Ich weiß, das Ding hat ja 10 Laschen, aber ich mache immer nur 3 Heringe rein, ne? Weil ich keinen Bock habe, da so viele Heringe zu ziehen. Und selbst das hält jetzt beim Sturm. Ja, ne? Das steht hier, ohne diese Stange hier vorne. Ne? Guck mal, da gehört ja normal noch diese Querstrebe rein, die ist auch nicht drin. Die benutze ich auch nie. Nee. Die ist irgendwann mal verloren gegangen und der eine liegt da, ein Teil da und weg ist es. Also man, das ist halt auch genau der Punkt, wenn man in der Natur draußen sitzt und und es kommen halt einfach Leute vorbei, die hier wandern und die denken, okay, hier wird halt geangelt, ne? Das denken die. Aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich würde mir hier so ein mega Monster-Villa-Dom aufbauen, so ein viereckiges Zelt, was ich eigentlich nur von Campingplätzen kenne und was ja auch daherkommt und das ist nur grün gefärbt, ne? Dann, und davon stehen dann am besten 2 oder 3 nebeneinander, da würde ich mich auch fragen, ist das denn eigentlich noch so ganz richtig, was die da treiben, ne? Also man muss dann auch immer mal ein bisschen so die Angelbranche vielleicht mal in Frage stellen, ob die sich nicht auf Dauer mit diesem höher, schneller und weiter, größer, sich mal ihr eigenes Grab schaufeln irgendwann, ne? Weil vielleicht dann mal drauf aufmerksam gemacht wird, was die Angler alles da draußen in die Natur schleppen, ne? Wobei keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so der Fachmann. Ja, aber. Wobei es natürlich jetzt, sag ich mal, wenn du zu einem Paylake fährst, nach Frankreich, Italien, sonst wohin. Ja, das ist aber ein Campingplatz. Ja, genau, da ist es ja nun, da ist es dann wiederum völlig egal, so, weil das ist halt extra für solche Sachen gemacht. Ach so, du meinst es, ich verstehe deinen Ansatz. Du musst als Angler unterscheiden lernen, wo du was aufbaust. Genau, ne? So sieht's genau, aus. Ja. Also so. Mit einem bisschen Fingerspitzengefühl. Genau, du musst einfach dir überlegen, Mensch, wo gehe ich angeln, was herrschen da für Gesetze. Man kann das nicht pauschalisieren. Also über alles, was wir jetzt reden, da muss sich halt wirklich Gedanken machen, wo angel ich, was kann passieren, wer kommt vorbei und dann darauf muss man sich halt einstellen. Ich glaube, da ist es auch ganz interessant mal zu sagen, wir verstehen ja, dass die Fische dich nicht sehen am Ufer, ne? Also die sehen dich ja, klar, also sie gucken nicht so wie jetzt zum Beispiel bei einem Jäger, wenn du jagen gehst, das Wild sieht dich eher und beim Jagen gehst du ja auch vor und versuchst dich so möglichst gut zu vertarnen halt, ne? Also entweder so dunkel anzuziehen oder nicht schnell zu bewegen oder irgend sowas. Und beim Angeln ist es halt einfach, ja, natürlich nicht nötig, weil die Fische nicht aus dem Wasser groß rausgucken. Aber ich glaube, wenn man sich so das auch so ein bisschen verhalten würde, würde das halt auch dem ganzen Ding ganz gut tun. Ne? Finde ich, also meine Meinung auch, ja. Ne? Also einfach immer alles ein bisschen versteckeln und nicht so alles rumliegen lassen. Und ja, ihr wisst, was wir meinen. Gell? Also, ja. Bei mir stehen auch die Futtereimer halt irgendwie im Knick irgendwo, dass sie nicht jeder Spaziergänger sieht oder die stehen im Zelt. Auch Abhackmatte lege ich eher hinter das Zelt und hole sie dann halt nur raus, wenn ich sie halt schnell brauche. Solche Sachen halt. Das ist halt auch das Thema, ne? Wir hatten das ja auch schon mit diesen ganzen Utensilien, die ja mittlerweile dem Komfort dienen. Also wenn du jetzt da gibt es diese Abhack- oder auch Gestelle gibt es ja, ne? Mit Füßen. Ach so Cradles, ne? Ja, ich hab sowas nicht. Alter, das ist brutal. Ey, also ganz ehrlich, ich krieg da jetzt garantiert wieder 10.000 Dislikes für, aber wenn ich so ein Cradle sehe bei irgendwem, ne? Wenn ich da irgendwo vorbeilaufe und da steht so ein viereckiges Gestell und da drüber steht so ein Dreibein, wo die Waage dranhängt, dann bin ich raus. Dann bremse ich ab, gehe 30 Meter nach oben und gehe getarnt durch die Hecke an den Leuten vorbei, weil das nicht mein Thema. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es geht halt darum, auch die Außenbetrachtung halt. Weil das ist Style, wie er in Kroatien stattfindet oder in Ländern, in denen das Catch and Release erlaubt ist, ne? Wo ihr das genau das dürft. Aber in Deutschland ist es halt, ich weiß nicht, da macht man ja sowas nicht, ne? Und wenn man dann aber die gleichen Utensilien aufführt wie in diesen Ländern, dann ist es schon ein bisschen komisch, ne? Genau, also es sorgt auf jeden Fall für Diskussionen halt, ne? So finde ich. Könnte dafür sorgen, genau. Ja. Also dann geht es natürlich weiter. Dann gibt es mittlerweile für die Spomb noch ein Dreibein, wo man seinen Futtereimer reinklemmt. Dann gibt es einen Tisch für den Rodpot, einen Anbautisch für den Stuhl. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ey. Kann man ja auch mal sagen, ich meine, wir machen ja auch Real Talk, ne? Mir geht sowas richtig auf den Sack, so ein Style. Ey, ja, also dir nicht so ganz, aber mir, ich kann da gar nicht mit ab. Also ich bin da komplett raus, Alter. Also ich finde, wie gesagt, ich finde halt immer, man muss sich halt so unauffällig wie möglich am Wasser bewegen.
Gerade ja, wenn man halt auch in einem Vereinsgewässer angelt. So, dann und hart am Haten hier. Ja, echt, was ist los mit dir? Ja, nee, da bin ich echt, da bin ich wirklich so, ne? Also da bin ich auch, kann ich nicht mit leben. Das hat mich früher schon abgenervt, wenn die Leute alles an den See gefahren haben, was sie zu Hause stehen haben. Und das, ja, wie gesagt, auf einem privaten Grundstück oder so ist das alles okay, aber wenn dann die Leute am Main oder am Rhein so aufbauen, ich glaube, diese Koch- und Komfortfrage haben wir damit auch ganz gut abgehandelt und auch so ein paar generelle Weisheiten mit auf den Weg gegeben. Meinungen, ne? Das ist jetzt keine, jeder kann alles aufbauen, safe, no Problem. Der Sascha kann das alles verkaufen, der kann das auch alles bestellen, kein Problem, aber gut, machen wir erstmal Break und dann geht's weiter. Ja. Sascha, keine Sorge, das kriegen wir hin. Ich glaube schon zu wissen, wie man mit Futter umgeht. Der Sascha hat Angst, dass ich mich verhaspel und irgendeinen Murks erzähle. Ja, du, hallo. Ich habe dich gerade noch davon abgehalten, hier die Maiseimer reinzuleeren, Alter. Und jetzt willst du mir hier in den Boilie-Talk hineinfuschen. Komm, du kriegst einen Boilie. Ein Murks? Nein, Quatsch, Spaß beiseite. So, Leute, alles klar. Ja, nice, also, ganz wichtige Frage. Willst du jetzt weggehen? Nee, dann komme ich jetzt zu dir. Komm mal zu uns. Ich bin so ein bisschen kamerascheu, das weißt du. Brauchst du doch nicht. Du bist immer so groß neben mir. So, also die, unsere Zuschauer interessiert ja doch sehr immer, was ich für Boilies angehe. Also ich muss ja immer vorneweg nochmal kurz, immer bin ich ja immer der Mann, der sagt so, warum ist es denn so, wie es ist? Und zwar, ich habe selber gar nicht so viel Bock drauf, auf meinem Futter rumzuhausen, also euch darüber zu berichten und da dauernd von zu labern, weil... Alter, guck mal, ihr wisst selber, es gibt 1 Milliarde Boilie-Firmen und jeder kann den besten Boilie der Welt rollen. Ne? Und deswegen fühle ich mich immer so ein bisschen deplatziert, wenn ich dann über mein Futter reden soll. Weil ich denke immer, ihr glaubt es einem ja eh dann nicht oder habt Zweifel oder wisst es besser oder habt eine andere Meinung. Aber naja, anhand der Fragesachen geht dann doch schon immer hervor, dass es ja doch auch Leute gibt, die, glaube ich, auch ein echtes Interesse dran haben und nicht nur das hören wollen, um nachher drüber rumzuhaten oder so. Ne? Keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall gut an in deinen Videos, dass du eben nicht erzählst, so meine Köder sind die besten und an nichts anderes hängt und bla bla bla, sondern dass du das halt zwar schon mal erwähnst, so das und das benutzen wir und das machen wir so und so, aber halt immer nur so im Kontext halt, ne? Man hört es. Alles gut, ja, er hat kein Mikro an, ich hab's hier anstecken. Guck mal, seht ihr dich für eine Blume? Genau, und das, ja, das finden die Leute eigentlich gut. Ja, cool. Ja, es ist immer schwierig, aus der eigenen Sicht so raus das zu machen, weißt du? Das ist ja, ich glaube, das kennst du, das Gefühl, es wäre so, wie wenn du dich hinstellst und sagst, ja, unser Angelladen ist der beste Angelladen der Welt. Weißt du, so. Das denkt man immer, die Leute nehmen das so auf und dann will man lieber, ja, ist schwierig. Oh! Oh, Piss! Der Mister muss mal ran. Obwohl er ja den besten Angelladen der Welt hat. Aber das darf ich sagen, oder? Weg ist er. Ja, da können wir gerade weitermachen. Gar kein. Hä? Doch noch dran. Weg. So, ja genau, also das kommt jetzt auch gleich zum Thema, warum ist es denn so, dass jetzt zum Beispiel dieser Fisch weg gewesen ist eben, ne? Weil bei mir war er eben auch weg. So, es liegt jetzt, Leute, es liegt nicht am Haken, es liegt nicht am Vorfach, es liegt nicht an der Länge des Vorfachs, es liegt an diesem ganzen Murks überhaupt nicht. Weil es liegt an was anderem. Und zwar, wie ihr jetzt bestimmt schon in diesem Video mitbekommen habt, hat es echt krass gebissen. Also es beißt hier wirklich heavy, ne? Also es geht in einer Tour und jetzt fällt die Blume ab. So ist es. Und deswegen haben wir ja uns auch überlegt, wie können wir denn überhaupt versuchen, an die größeren Fische ranzukommen, ne? Die jetzt so speisekartengerechter sind, als die, die auch halt gerne mal hier rumdümpeln und beißen.
Und deswegen haben wir, natürlich interessiert ja auch die Leute, wie viel Futter schmeißt ihr in den See. Nur alle diese Fragen kann man ganz schlecht beantworten, weil jedes Gewässer, das ihr beangelt, kennt ihr. Ihr kennt das Gewässer. Sonst darf das auch niemand kennen, also von der Sache her. Ich kann es nicht beurteilen, weil es kommt auf ganz verschiedene Umstände an. Wie groß ist das Gewässer? Wie viele Fische sind im Gewässer? Welche Durchschnittsgröße haben denn die Fische, die drin sind? Gibt es Weißfische? Gibt es keine Weißfische? Sind viele Grundeln drin? Sind Krebse drin? Sind Katzenwelse drin? Ihr merkt, das ist wirklich extrem umfangreich, um das zu beantworten. Und deswegen kann ich immer nur eine Frage zum Futter beantworten und auch zu einer Menge an, für das Gewässer, an dem wir gerade drehen. Ja, weil das kennen wir. So, Seegröße zwischen 400 und 600 Hektar, irgendwas in dem Ding. Sehr viele Karpfen drin, sehr viele kleine Karpfen drin, weil die hier auch sich natürlich reproduzieren durch dieses flache Wasser und diese ganzen Schilfbänke und natürlich auch einige dicke darunter. Ne? Ich rede von Fischen bis 25 Kilo. So, jetzt versuchen wir uns irgendwie an diese Fische ranzutasten und haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mal mehr Futter reinzuwerfen. Da hat einer in Facebook oder in YouTube kommentiert, ja, wie kann man sich denn leisten, jetzt da Futter reinzuwerfen, wenn ein Kilo 15 Euro kostet. So, jetzt suche ich mal in meiner Tasche. Trara, trara. Da ist er ja. Ne, da hat der Mann nämlich Dickenmittel gemeint. Dickenmittel, wisst ihr, ist der absolute Megaköder, der instant mega fängt, der immer geht, der ist einfach safe, um Fische zu fangen. Aber ist es jetzt der richtige Köder, um hiermit zu füttern? Ich beantworte das mit Nein. Es ist nicht der richtige Köder, weil er einfach viel zu hochwertig und viel zu teuer ist, um den jetzt im großen Stil hier reinzuwerfen. Ne? Genau, und deswegen finde ich es ja auch immer spannend, dass die Zuschauer immer davon ausgehen, wenn sie von braunen Bollys reden, dass sie ja immer als allererstes fällt in der Dickmittel-Bolli ein. Ne? Das ist immer so, die denken immer, ja, der braunt Dickmittel. Man muss ja schmeißen nur Dickmittel rein. Das ist eben nicht so, weil wir haben auch andere Bollys für so Aktionen. Und da nenne ich jetzt mal einen, den ich auch nicht Futterbolli nennen, weil wir verkaufen keine Futterbollis, sondern wir haben zum Beispiel den guten alten P-Mix. Zauber, Zauber aus der Hosentasche. Ne? Und da haben wir jetzt drauf gesetzt und zwar nur oder ausschließlich in den Durchmessern 30 und 24 mm. Ne? Also wir haben damit, wie wir hierher gekommen sind, wie leitet man so eine Session ein? Also an dem See ist es jetzt von der Location her nicht so kompliziert, würde ich sagen. Ne? Wenn du da irgendwo vernünftig im Wind sitzt, fängst du hier Fische. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Und dann musst du jetzt arbeiten und musst dir überlegen, wie machst du dir das ganze Ding am einfachsten. Also wir könnten ja jetzt auch mit dem Boot rausfahren und auf 250 Meter Entfernung im Frankreich-Style schön Bojen setzen und da jede Route rausfahren. Digga, da bist du fertig. Da bist du game over, weil das machst du bei dem Wind nicht. Du machst es bei dem ganzen Gebeiße nicht. Das ist einfach zu viel Aufwand. Also haben wir gleich, wie von Anfang an gesagt, wir gehen auf eine Entfernung, die fast mit dem Crownbait zu erreichen ist. Ne? Oder zumindest so eine mittlere Entfernung zwischen 100 und 75 Meter, so, ne? So in dem Rahmen, wo wir bequem hinwerfen können, wo wir mal einmal am Tag mit dem Boot rausrudern. Und jetzt kommt's, 10 Kilo, ne? Waren 10 Kilo, ja. P-Mix-Bollys in Durchmessern von 24 und 30 mm da reingeschmissen haben. Großflächig, ne? 10 Kilo. Das haben wir jetzt zweimal gemacht, das sind 20 Kilo. Ja. Ne? So muss man auch ehrlich mal sagen, 20 Kilo. Ist das jetzt viel? Ja, für so einen kleinen See ist das irgendwo bestimmt viel. Für dieses eutrophe Ding hier ist es halt gar nichts. Ne? Hier ist so viel natürliches Futter und Eintrag drin und alles drumherum, da geht es halt einfach unter. Das ist halt gar nichts. Ne? Ich meine, 10 Kilo Bollys ist so, wie wenn hier ein Baum mal erlaubt, das liegt dann auch alles drin. Ne? Gut, der See ist halt ein paar hundert Hektar. Genau, hat schon ne? gesagt, ne? Der Achso, ist zwischen okay. 400 und 600 Hektar irgendwie so in dem Rahmen. Ja. Ne? Also da ist schon Platz. Und man muss auch dazu sagen, dass es hier ja auch sonst fast keine Angler gibt, ne? Die hier mal füttern. Also ist es jetzt auch nicht irgendwie, wo ich mich verstecke und sage, ah nee, wir haben nur ein Kilo reingeworfen, sondern 20 Kilo liegen jetzt drin. So. Wir verkaufen diese Bollys eben nicht nur für 15 Euro, sondern ich weiß es gar nicht, im Staffelpreis irgendwie bei 6,50 Euro oder was weiß ich was. Jo, ist Kohle. Ne? Aber Meister, ich bin jetzt aus Hanau hier hochgefahren, habe 500 Kilometer auf die Uhr getuckert, habe Sprit verblasen. Wir waren abends dekadent im Golden Gate Club, haben 2000 Euro auf dem Tresen liegen lassen, haben Shampoos gesoffen, haben uns drei geile Weiber mit heimgenommen und haben den ganzen Abend Ritzi-Bitzi gemacht. Meister, wieso sollen wir hier jetzt nicht auch mal ein bisschen Bollys reinwerfen können noch? Nein, das war jetzt Joke, Alter. Haben wir nicht gemacht. Würden wir auch nie tun, sowas. Die waren einfach gar nichts. Wir waren nur was essen. Aber es ist jetzt, geht rein um den Aufwand, ne? Das sind auch.
Oh, der Sascha hat schon wieder einen Biss. Jesus Christus, ich komme nicht, werde nicht fertig mit meiner Futteraktion hier. Menschens Kinder. Soll ich meine Ruten auch noch schnell auswerfen? Dann geht das hier gar nicht mehr weiter. Hey. Jawollo. So, dann können wir weitermachen. Also Sascha, Löwe dran. Löwe. Also können wir so lange mal weiter. Also ihr seht, wir machen hier keine Jokes. Also wir haben diese Bodygrößen gefüttert und dementsprechend natürlich auch auf diese Bodygrößen beim Angeln gesetzt, wobei ich ausschließlich bei 4, mittlerweile bei 30 mm gelandet bin. Und die eine Rute, die jetzt noch liegt, die anderen zwei sind eben gerade beide abgelaufen, während wir hier angefangen haben zu filmen. Die habe ich jetzt nicht ausgeworfen, die hängen eingehängt am Dings. Filmst du im Nachgang, Beweis, gehst du da hin und filmst kurz die Ruten, die da eingehängt sind, ne? Zoom mal rauf, du siehst, die hängen am Blank, ne? Seht ihr, ne? Da rechte Rute, linke Rute, mittlere Rute hängen eingehängt. Alle auf dem Topspot. Liegen also eingehängt. Liegen alle auf dem Topspot, genau. Und die linke Rute liegt jetzt noch, liegt noch im Wasser. Und da sind drauf zwei 30er Bollies. Ne? So zwei Stück habe ich da drauf gezimmert. Ein richtig langes Haar, also schon so weit weg bis zum Haken. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Fische drauf gefangen, aber es ist nicht so wild wie auf diese anderen Bolligrößen. Ne? Aber es beißen trotzdem jetzt nicht auch große Fische. Es beißen auch diese normalen Durchschnittsfische von 10 Kilo da drauf. Also ihr seht, scheut euch niemals davor, irgendwo, wenn ihr wisst, ihr habt einen guten Karpfenbestand, mal einfach zwei 30er dran zu hängen. Wir werden jetzt auch demnächst, oder vielleicht, ich weiß nicht, wie es läuft, ob das Update schon war, der Max aus dem Wintervideo angelt nämlich sehr oft mit zwei 30ern, war jetzt in Frankreich und hat auch mit großem Erfolg da wieder gefangen. Ne? Also, das ist das Thema. Wir haben natürlich auch nicht nur die normalen Boilies dran gehängt, sondern ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei oder einen Whiteless oder Heavy Hookbait Dickenmittel drauf gemacht. Ne? Einfach als Hookbait, weil ich dann einen Fisch fangen kann. Wir können den Fisch versorgen und können dann direkt, kann ich wieder auswerfen. Und der Boilie wird halt nicht kleiner, der bleibt wie er ist. Die normalen Boilies, jetzt, die nicht als Hookbaits gemacht sind, die lösen einfach mehr. Und wenn die da ein paar Mal dran gescheuert haben und so und gemacht haben, dann werden die halt doch ein bisschen ausgelutschter. Ne? Und deswegen einfach gerne Hookbaits. Und dann natürlich auch gerne 30er Dickmittel-Hookbaits, weil die halt einfach mega geil sind. So, was habe ich noch in der Tasche? Das war's eigentlich. 24er hatte ich noch drin, ne? Ja. Genau, hier 24er mal als Vergleichsgröße, wenn man das so sehen will. Ne? Mir kommen im Moment die 24er Boy so richtig klein vor, ey. Ich jetzt glaube ich wieder mal einen 20er oder einen 16er drauf fiddelt, denke ich, bin irre. Genau. Und das ist auch der Grund, warum jetzt öfters mal ein Fisch ausschlitzt. Weil einfach, ich glaube halt kleine Karpfen auf diese 30er Boilies, die schieben die so lange da unten willkürlich wahnsinnig verrückt hin und her, bis sie sich irgendwo außen mal haken. Hatten wir ja auch, wir hatten ja gestern irgendwie genau. Zwei, drei Satzer, würde ich sagen, die dann irgendwie auch. Genau, wir hatten die außen gehakt. In der Wange oder was das war, in der Backe. Irgendwie. Außen gehakt halt auch ja, so teilweise, ne? Also da merkst du, dass die halt das gar nicht, die ganze Kombo gar nicht ins Maul gekriegt haben. Ja, genau. Aber wir haben es jetzt trotzdem auch gesehen. Ich habe jetzt im Moment noch, die eine war mit einem 24er gewesen, ne, vorhin. Ja. Ich hatte eine mal mit einem 24er rausgeworfen, die anderen mit 30ern. War jetzt mal über Mittag so, weil ich was ausprobieren wollte. Und da war es jetzt auch tatsächlich so, dass die am meisten abgelaufen ist. Ne? Also ja. Du merkst, wenn ein 24er dazwischen liegt. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das wollte ich jetzt echt mal erzählen. Ich habe jetzt nicht unabhängig von diesem See, aber ich habe das mal an einem Baggersee gemacht bei uns. Da, wo wir mal neulich dieses Video gedreht haben von mir, ne? Jetzt das letzte Ding da, Baggersee, Futtertechnik und Taktik. Und da wurden früher mal kleine Karpfen besetzt, auch so in dem Style. Und das war obernervig, weil die halt andauernd drangehangen haben. Und da habe ich auch mal eine Saison halt nur mit 30er Boilies geangelt und auch mit denen gefüttert. Ne? Also echt mit dem Crownbaiter die 30er da reingehauen. Und da habe ich gemerkt, ich darf da auch drei Ruten angeln. Ich habe dann zwei Ruten mit 30er Boilies raus. Und eine, weil man ja weich ist im Kopf, mit einem 20er Boilie, ne? Oder mit so einem kleinen normalen Schneemann. 20er Boilie mit 16er Poppy drauf. Junge, ich habe mir meine ganze Taktik kaputt gemacht. Weil diese Route natürlich die ganze Zeit abgelaufen ist und die Gummern dran gehangen haben. Und die anderen, die 30er, haben immer nur gepiept. Mal so einen halben Meter gelaufen, wieder liegen geblieben. Aber ich habe mir mit dieser Drillerei die Fisch verjagt, die großen. Ne? Die habe ich nicht gefangen. Die habe ich erst gefangen, nachdem ich alle Routen tatsächlich ausnahmslos mit 30ern geangelt hat. Und da war natürlich auch diese Fehlbeißerei noch am Start. Ne? Da musst du auch sagen, natürlich, dass das Rig auch da nicht unerheblich ist. Ne? Das Material, also genau. Das Vorfachmaterial. Ja, Mono-Rig halt am besten dickes, also stabiles Mono, was sie nicht verheddern können. Ne? Weil wenn die dir die ganze Zeit da unten rumschieben,
dann verdrehen die dir das komplett und dann ist der Haken eingedreht, dann kann sich auch sonst nichts mehr haken. Also wir haben jetzt hier echt Monorigs aus 50 mm Schnur und durchgebunden, ohne dass da irgendwie groß Tängelage ist, und es funktioniert halt top. Ne? Aber wie gesagt, ihr macht, wenn ihr jetzt weich werdet und euch einen kleinen Bolli, genau wie ich es jetzt hier gemacht habe, ne, einen kleinen Bolli dazwischen werft, läuft diese immer wieder ab, weil die natürlich diesen kleinen Bolli lieber nehmen als diesen großen. Aber ihr macht euch dadurch euren Angelplatz halt ein bisschen kaputt. Also die Chance, den dicken zu fangen. Ah, da ist er wieder. Guten Tag. Hast du ja unfairerweise wieder ausgeworfen. Na klar. Ja, so, also wir waren jetzt soweit schon durch hier. Ja. Mit dem Futter, was hast denn du so für Fragen von deinen Kunden? Du bist doch da noch näher dran als wir. Naja, was heißt genauso nah, ja, fast, ne? Viele denken ja auch, dass an bestimmten Gewässern nur ganz bestimmte Köder gehen. Das glaube ich halt auch nicht. Also es gibt dann so Kunden, die dann reinkommen und sagen, okay, nee, da geht nur süß. So, und ich so, okay, hm. Und dann hört man aber tatsächlich dann irgendwann eine Weile später irgendwie aus einer ganz anderen Richtung, nee, nee. Also ich habe da auch auf Fisch gefangen und so. Und ich glaube es halt nicht, dass es Gewässer gibt, wo nur eine Sorte geht oder nicht. Zwei Sorten geht. Sondern der Bolli muss halt eine gewisse Qualität haben, klar. So, ich sag mal das Beispiel, Mensch, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant, das Essen ist furchtbar, dann gehst du da auch nicht mehr hin. So. Und das gleiche ist bei den Karpfen. Wenn die Bollis fressen, die vielleicht ja, schlecht verdaubar sind, irgendwie bitter sind oder also auf jeden Fall keine gute Qualität haben, dann lassen sie die vielleicht auch beim nächsten Mal liegen, halt, weil sie die nicht richtig verdaut haben. So ist meine Meinung halt zumindest. Ja. Und aber wenn ein Bolli eine gewisse Qualität hat, dann fängt er halt auch an jedem Gewässer. So, ich würde dir jetzt fast eine Wette machen. Na? Wenn ich jetzt die Route nehme und auswerfe und wir jetzt noch mal 10 Minuten labern, werden wir unterbrochen. Machen wir nicht. Aber das ist genau das, was, also diese Frage kriegen wir auch oft. Ich kriege am Telefon Leute, die sagen, nee, ich brauche jetzt unbedingt einen süßen Bolli, weil bei uns geht kein Fisch. Weißt du, was ich zu diesemjenigen sage am Telefon? Junge, wenn ich jetzt Zeit hätte, ich würde zu dir an deinen See kommen und würde dich mit dem P-Mix, würde ich dir beweisen, dass es funktioniert. Ich würde dir dermaßen beweisen, dass es mit diesem Fischbolli genauso gut funktioniert, dass du danach nie wieder einen süßen Bolli angeln wollen wirst. Weil das geht, ne? Das ist das eine. Und das andere ist, wir kriegen es ja auch an den Messen immer mit, ne? Es kommen Leute an unseren Messestand, die sagen, oh, ich habe auf Kringgranada habe ich noch nie was gefangen. Dann denkst du dir, okay, what the fuck, warum Kringgranada nicht so doll? Schade, dass du nichts gefangen hast. Dann dreht der Mann sich um und geht. Eine Person später, ne, das war Beweis, wir hatten einen Mitarbeiter neu, der stand am Stand, der hat das mitgekriegt. Kommt der Nächste, oh, ich habe mit Kringgranada so brutal abgeräumt, das ist mein Lieblingsbolli. Dann stehen wir so da und sagen, Alter, hol den anderen mal her, hol ihn mal zurück, der muss das hören. Ne? Weil genau das ist halt der Punkt. Es ist also auch hier jetzt, ich bin mir auch sicher, wir brauchen hier, wenn wir jetzt hier Squid reinschmeißen oder Pfefferkuchen oder keine Ahnung was, es würde halt auch genauso gut weiterbeißen. Wo ich nicht von überzeugt bin, wäre, wenn ich jetzt den letzten fertigen, süßen Boilie aus der Kleisterfabrik nehme, ne? Und da draußen eimerweise reinschmeißt, wird bestimmt auch was beißen. Würde auch beißen, aber es ist halt immer die Frage, wer da noch neben dir sitzt. So, wenn dir jetzt einer halt mit gutem Stoff neben dir sitzt und... Dann fangen die, ne? 50 und du fängst nur 2. So ungefähr, so denke ich das auch. Ja. Also das hat auch was mit Konkurrenz zu tun. Wenn du natürlich sowieso allein an irgendeinem See bist, dann fängst du wahrscheinlich tatsächlich auch auf Fensterkick halt. Ne? Ganz so, genau, ja. Das ist der Punkt. Kommt immer drauf an, was da halt dann noch, wer da noch am See sitzt. Genau, also das ist, man merkt, es wiederholt sich in unseren Videos ja auch immer wieder diese Aussage, wir sind so weit entwickelt, also wir werden uns auch nicht in den Videos weiterentwickeln, dass wir irgendwann dich an die Hand nehmen können und sagen, komm mein Freund, du möchtest es noch genauer wissen. Ich weiß, du möchtest jetzt in diesen Bolli reinklettern am liebsten und reinschauen, was ist denn da und das auseinanderlegen und klein, klein, klein alles verstehen. Aber wenn du so weit gehst, dann... Er hat schon wieder ein Biss. Die hast du doch auch gerade auch ausgeworfen. Jetzt werfe ich aber auch gleich nochmal aus. Ja. So läuft's. Also... Ihr seht, also wir können es euch nicht komplett erklären und auch klein, klein vorkauen, es ist auch nicht Ziel der Sache, sondern trotzdem gehen wir immer gerne drauf ein und versuchen das auch so darzustellen, wie es auch wirklich ist. Ne? In diesem Sinne, Futter Talk würde erstmal reichen, würde ich sagen. Also ihr seht auch keine Pop-Ups und auch nichts am Start. Einfach so, wie es ist da. Das, was hier drin ist, das hängt da dran und da beißt die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt hier auswerfe, beißt es auch gleich wieder. Es gibt noch genug andere Themen. Schaut unsere Videoserien an. Wir machen es Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. In diesem Sinne, jetzt gibt es noch Tackle und dann gibt es noch ein paar Eindrücke und ein bisschen hin und ein bisschen her. Und der Julian verlässt uns morgen. Aber der kommt bestimmt noch mal mit. Ich muss wieder arbeiten. Ja, wenigstens einer. Ja. Aber ich bin ja auch arbeiten hier, jetzt tu mal nicht so. Ja. Genau, also, hab euch lieb.
So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Braun so macht. Dritter Tag. Der Hund ist auch schon wach. Ja, ist gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Braun so macht. Ich sehe schon, die Ruten liegen gar nicht mehr im Wasser. Dann wollen wir mal gucken, was der so macht jetzt hier mit den Lackriegen. Und der pennt schon wieder wie ein Stein. Es ist schon wieder fast 10. Meister. Jetzt schau ihn dir mal hier an. Lasst mich. So. Was hast du eigentlich denn hier so im Zelt schon wieder? Das sieht ja wieder aus hier wie im Chaos. Alter, da liegt ein Handtuch. Was ist denn mit dir los? Der Kollege ist hier wieder. Oh, Bube. Komplett verpennt. Wie viel Uhr ist es? Ja, 9:30 gleich, ne? Echt? Oh, Meister, ey. Draußen ist schon hell, die Vögel zwitschern, die Fische springen. Achso, noch die Kamera am Start, ey. Sie wollen gefangen werden. Ah, Jungs! Oh. Ich bin wieder fit, ey. Ja, bist wach? Ja, ich war gestern so ein bisschen durchgefroren, Alter. Ey. Mir ist ja die ganze Warthose voll gelaufen. Ja, ich hab ja hier mit den nassen Klamotten geschlafen, die habe ich jetzt trocken gepennt, Alter. So kann man es auch machen. Oh. Und? Was sagst du? Geht auch noch was? Jetzt wird wieder hart geangelt, wieder, Alter. Geht wieder hart los? Gleich geht es hart ins Business rein hier. Ja. Die Business mit den Karpfen. Ja. Ja, doch, wir werden schon noch einen rausangeln. Was geht mit dir? Hast du gut geschlafen? Ich war wieder früh wach, ne? Hast du den Sonnenaufgang gefilmt? Natürlich. Ja? Ja, klar. Kennst du mich doch. Ja. Wir wollen ja so ein Tackle-Rundchen machen. Was haben wir? Ich wollte mal gucken, was du hier so alles im Zelt hast und ne, nicht aufgestellt oder so, sondern einfach nur, was hast du da, was. Ja. Wie sieht es nach dem Angeln aus? Und so. Und nach Bettlerlager. Ja, genau. Das Penner-Zelt am Start hier. Ja, nix. Hier so eine Tasche vom Hammer. Noch nicht mal die neue. Immer noch die erste mit dem schlechten Reißverschluss, aber ich bin da nicht so, weißt du? Ja. Ich mach den einfach nicht zu, dann geht er mir auch nicht auf den Nerv. Ein stylisches IKEA-Handtuch. Eine Kopflampe, ja. Ne, die halb leer ist, eine Wasserflasche, von der ich gleich auch erstmal einen riesen Hub nehmen, weil ich habe nämlich gestern gefühlt gar nichts getrunken, ne, in diesem Gehassel. Ja, ja. Ja, was noch da unten? So eine Rigby-Ladebox, ne? Mhm. Vom Josef. Da hinten eine Funkbox. Die hat keinen Ton von sich gegeben, obwohl die eine Route ja eigentlich im Wasser liegt. Stimmt, ne? Die ist ja schon seit ein paar Stunden wieder. Seit ein paar Stunden? Naja, seit gestern. Die liegt ja seit gestern drin. Ja. Hat nichts getan. Muss man mal kontrollieren. Ich glaube, da ist wieder alles weg. Ja. Irgendwas ist da nicht richtig. Ja, was haben wir denn noch? Da hinten? Noch eine Fototasche. Dann haben wir noch ein Nesseser. Und eine Tackle-Kiste. Und einen Kocher, der die ganze Zeit im Wind klappert und nervt. Eine Liege. Ne? Ja. Ein paar Schuhe. Da sind sie. Und der Geiznickel hat sogar nur einfach unter seinem Schraut geschlafen. Das war hier gerade grenzwertig, ey. Also von der Temperatur, weil wir hier so einen Temperatursturz wieder hatten. Ja, ne? Ja, auch vom Wind und sowas. Ne? Also war gerade so an der Grenze. Ne? Ja, mehr habe ich nicht. Ja, das Testschien hier vorne, was hast du da drin? Das habe ich mir erst beim Sascha im Laden gekauft. Da hat ein anderes. Achso, da. Zahnbürst. Ja. Angelpapiere. Geldbeutel, Meister. Ja. Voll mit Scheinen natürlich. Natürlich. Was haben wir denn noch hier drin? Ach, das ist ja mal Kabel. Von was? Weiß ich nicht. Schlüssel vom Lambo. Ja. Ein Leatherman. Oh. Allzweckwerkzeug. Wenn man wieder mal einen Fisch töten muss. Klar, muss ja. Oh, was ist das? Ah, ein Orbilock. Eine Zeltpositionslampe. Ah ja. Das erste Modell noch, Leute, und da haben wir ja auch im Shop, ne? Mittlerweile haben die auch einen viel besseren Befestigungsmechanismus mit allem drum und dran. Aber das Ding hat noch die ersten Batterien seit 10 Jahren. Geht immer noch. Wollen wir mal gucken, ob es noch geht? Ich habe schon ewig nicht mehr benutzt. Muss man nämlich noch drehen. Die neuen haben auch ein neues System. Geht auch besser. Geht noch, guck mal, das habe ich bestimmt schon jetzt auch 2 Jahre nicht mehr benutzt. Ja, funktioniert noch, Leute. Läuft.
was haben wir noch? Die Angelpapieren, den ganzen Karten, das war's. Guck mal hier, ich bin voll. Doch, da ist noch was drin. Ein Feuerzeug und noch ein Feuerzeug, glaube ich. Ein dicke Mittelfeuerzeug, guck mal. Nature Bates Feuerzeug. Ja. Was haben wir noch? Fernbedienung von irgendwas. Weiß ich auch nicht, wo und was. Vom Vibrator. Nee, Quatsch, das ist von der Zeltlampe. Die habe ich aber nicht dabei, glaube ich. So, habt ihr gesehen? Das war's. Ja, ne, mehr habe ich nicht. Auch schon wach? Ja. Du hast geschlafen? Ah, ganz gut. Hä? Ganz gut. Ganz gut. Ich jetzt wollte mal gucken, was du so alles so im Zelt hast, was du so immer dabei hast, was im Zelt sein muss, was immer jetzt, am Mann sein soll. Jetzt filmst du mich jetzt direkt sofort. Da, wo aufstehen? Natürlich. Oh, ich werde irre. Du siehst gut aus, Ascha. Kann ja, ich beruhigen. Ja, genau. Du siehst frisch aus. Was habe ich im Zelt? Ich muss mich kurz sammeln. Alles gut. Ja, also ich habe auf jeden Fall alles so verpackt, dass ich auch im Regen aufbauen kann. Das meiste ist echt so wasserdicht verpackt, dass das, wenn ich das Zelt noch nicht stehen habe, kann das ruhig draußen stehen bleiben im Regen, im nassen Gras. Oder wenn ich mit dem Boot irgendwie übersetze zum Angelplatz, habe ich das alles wasserdicht verpackt in den, ja, das sind ja die sogenannten EVA-Taschen, die es halt von zig verschiedenen Firmen gibt. Gerade meine Klamotten, das ist immer das Wichtigste, habe ich in so einer Ortlieb-Tasche. Auch die kann ich einfach ins Boot stellen. Man kann die wasserdicht oder nahezu wasserdicht so runterkrempeln, dass man sie, wenn sie zu ist, dass da wirklich kein Wasser reinkommt. Genau, ja, das ist halt wichtig, ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn halt die Klamotten nass werden oder der Schlafsack nass wird, all solche Sachen. Und das geht immer bei mir einfach unterm Bettchair, habe ich dann meine Ersatzklamotten drin und so weiter und so fort. Kühltasche für Lebensmittel, haben wir gestern schon drüber gesprochen, das kennt ihr, das haben wir, uns, haben wir euch schon gezeigt. Mein Benzinkocher, ich bin halt echt ein Fan vom Benzinkocher, der läuft halt immer bei jedem Wetter, der kann auch mal feucht werden, bei jeder Temperatur im Winter, bei Minusgraden, Benzin geht immer. Dann meine Liege, ich habe tatsächlich seit ein paar Jahren so ein Sleep-System, gibt es inzwischen auch von zig verschiedenen Firmen. Es ist zwar zusammengepackt mit Schlafsack, ein ganz schöner Boller zum Tragen, vom Gewicht her, von der Größe her, aber man hat halt tatsächlich immer einen Arbeitsgang weniger, sowohl beim Aufbauen als auch beim Abbauen. Weil der Schlafsack halt drauf ist, man klappt das Bettchair auf und man braucht den Schlafsack nicht extra noch drauf zu machen, festzumachen mit dem Gurt in der Mitte, sondern das ist einfach direkt fertig. Das finde ich eigentlich ganz praktisch und eine ganz gute Idee. Was habe ich hier noch stehen? Ja, das Übliche halt, ne? Eine Tacklebox. Rigbox finde ich auch immer ganz praktisch, um halt Ersatzrigs mitzuhaben. Kleiner Kessel. Hier, das finde ich auch ganz wichtig. Windschutz. Ne? Gerade wie heute so ein Tag oder so. Gerade wie heute, genau. Das spart halt echt sowohl Gas als auch Benzin, je nachdem, was man für einen Kocher hat. Und man kann halt dann davor halt richtig vernünftig kochen. Das finde ich ganz wichtig. Kopflampe. Ja. Bin ich immer jetzt bei Petzl wieder zurückgekommen. Das ist halt eine Firma, die halt wirklich Kopflampen schon immer herstellt und davon Fach ist. Und die habe ich halt nachts immer um Hals. So. Ja. Genau. Was haben wir hier noch? Warthose habt ihr gesehen, wenn wir zu den Routen müssen. Das ist halt in so einer Angelei, wie wir das machen, wo die Routen im Wasser stehen. Ohne braucht man nicht losgehen. Meistens habe ich sogar eine zweite dabei. Hier ist meine zweite, weil immer mal eine auch kaputt gehen kann. Oder irgendwie Wasser oben reinläuft, wie beim Meister, haben wir ja auch gesehen. Dann hat man halt eine zweite Barthose. Genau, ja. Genauso wie ich immer einen zweiten Kescher dabei habe. Da denken viele nicht drüber nach. Ja. Aber wenn halt der eine Kescher, den man hat, irgendwie kaputt geht, ja, wie auch immer, Pech oder geht halt kaputt, was macht man dann ohne Kescher? Dann kannst du nach Hause fahren eigentlich. Eigentlich ja. Und deswegen habe ich immer einen zweiten Kescher dabei. Ja. Sieht man jetzt hier nicht, aber hab ich halt im Vorderrad. Ja. Genau. Ja. Was möchtest du noch wissen, Julian? Nö, also sieht alles tippitoppi aus. Wasserkanister unter. Genau, Wasserkanister ist klar. Ja. Auch halt
5 Liter, damit kommt man eigentlich 3-4 Tage aus. Ja. Ja, genau, das sonst ist es eigentlich. Sieht's gut aus. Und halt so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ja. Das ist halt der Plan. Ja. Ne? So, hier habe ich zum Beispiel noch so einen Eimer mit Tackle. Der sieht natürlich chaosmäßig jetzt aus. So, den habe ich normalerweise im Boot stehen. Mhm. Unten im Wasser bei den Routen mache ich das Boot fest, damit ich nicht immer die ganzen langen Wege habe. Immer raus aus dem Wasser zum Bivi, um dann irgendwie ein neues Rig zu bauen oder neu zu beködern, sondern ich habe halt immer alles, was man so für die schnelle Nacht braucht oder nachts schnell braucht, habe ich halt in so einem Eimer, ist auch wieder wasserdicht, kannst du auch im strömenden Regen stehen lassen und du kannst halt dann die Routen direkt am Boot wieder neu machen und wieder neu auswerfen. Genau. Ja, super. Ja. Dann vielen Dank für den Einblick. Gerne. Schön, dass ihr mich fast geweckt habt. Fast. Was ist mit dir? Der Warthosenkampf. Der Vater. Super Fisch, der Vater, ey. Tankt das mir ist dicken. Das Biest, das eben gerade hier die ganze Schnur von der Rolle gezogen hat. Ein geiler Cracker, oder? Jetzt kommt hier der Regen auf, mega Respekt. Wetter. Ah, richtig fett, ey. Geht's nochmal voran hier. Ah, das Fangwetter ist wieder da. Heute Nacht müssen wir campen. Ja. Machen wir aber. Passt, ne? Auf jeden Fall. Freu ich mich. Ja, geiler Fisch hier. Gerade ausgeworfen. Zack, ist die Route abgelaufen. Mods Paddel hat er hinten hier. Der hat richtig Power. Ja, der Paddel hat wieder zugeschlagen. So muss es aussehen. Ja doch, der ist schon ganz gut. Einen Spurt hingelegt, von Schilf bis mitten raus wieder, ey. Verrückt. Aber der ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Das ist ein richtiger Pummel. Nee, nee. Geiler Bulle, ey. Im Abschluss noch, ne? Fängt an zu regnen wie Sau. Hast du es gehört? Im Regen einpacken, alles der Hang hochzerren. Das haben wir uns gewünscht, ne? Leute, ich sag's euch. Ich werde alt, ich brauche auch einen E-Trolley. So, liebe Freunde, in diesem Sinne, genau, das war's. Wir sind raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr konntet uns über die Schulter schauen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ihr einen Daumen hoch. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns drüber. Und zum Abschluss nochmal ganz kurz für die, die es noch nicht verstanden haben. Ich habe es gerade gesehen, weil wieder einer ein Fischbild kommentiert hat von dem Fisch, den ich hier gefangen habe. Dieses Video, das habt ihr bestimmt gemerkt, geht nicht darum, um euch zu zeigen, wir sind die Obermeister und fangen kompliziert Fische wie Rambo am Lowstock Pool. Nein, der See, ihr habt es an den Rands gesehen, gibt einiges her und genau deswegen waren wir hier, um auch dir nicht auf die Füße zu treten, der an deinem Geheimpool sitzt und ja, hoffentlich schöne Fische fängt. Oder wir können es auch so machen wie Danny und Daryl. No front an die zwei. Und die Drohne in Lyon über dem Szenepool steigen lassen, wo die Locals hart im Business sind und sich danach drüber wundern, wenn vielleicht mal wieder ein Auto brennt. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut, habt eine gute Zeit und always dicke Fische. Bis dann, ciao.